Hallo zusammen, heute gibt es ein 133 Tage gereiftes Ribeye Steak. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Heute geht es mal weniger um filigrane Rezepturen, als vielmehr um ein unglaublich starkes Stück Fleisch, und zwar ein 133 Tage gereiftes Red Haifa Ribeye von Eatventure. Das gute Stück ist 550 Gramm schwer, und wenn man das aus der Packung befreit und abtupft, dann sieht das Ganze so aus. Ich persönlich finde ja Ribeye einen der besten Cuts, um auf den Grill zu schmeißen. Schön durchwachsen, ordentlicher Fettanteil, und wenn es einigermaßen dick ist, ist es auch überhaupt gar kein Problem, dieses Medium oder Medium Rare zuzubereiten. Ein großes Problem in Deutschland ist, wenn man zum Metzger des Vertrauens geht und sagt, man hätte gerne Steaks, dass sie einem da so dünne Teile schneiden. Das Problem haben wir hier nicht. Das Ganze hauen wir heute auf unseren Longhorn Steaker. Hier ist auch schon das Grillrost. Dann salzen wir das Ganze einmal ordentlich und dann geht's auch schon los auf volle Pulle. So, wir starten mal auf Stufe Nummer 3 sozusagen. Und ich habe euch ja in der Vergangenheit schon viel über den Longhorn Steaker erzählt. Durch diese breitere Bauweise hat er auch eine hohe Temperatur auf niedrigeren Schienen und man muss sie gar nicht mal so unmittelbar direkt unter den Brenner knallen. Die Hitzeverteilung unten drunter ist so, dass man auch auf Stufen 3, 4 und 5 akzeptable Steak-Temperaturen hinbekommt. So, ihr seht das schon, das muss man immer im Auge behalten. Ich würde jetzt mal nicht so viel sagen. Das ist auf jeden Fall ein Steak. Das wollen wir jetzt nicht irgendwie zu lange ziehen lassen. Ich habe nach guter Minute das Ganze nochmal um eine oder zwei Stufen nach unten gesetzt. Wir schauen jetzt gleich mal, wie die Kruste geworden ist. Und dann drehen wir das bei Bedarf. So sieht das Ganze dann aus. Ah, das ist schon relativ weit. Finde ich schon gut, ne? Wie das brutzelt und so. Vielleicht nochmal kurz 2 Sekunden. Das ist jetzt ein bisschen länger gewesen als 2 Sekunden. Aber ungefähr so goldbraun, schön karamellisiertes Fett. Stelle ich mir das vor. Dann natürlich von der anderen Seite genauso. Kurz wieder etwas gesalzen. Und in etwa die gleiche Zeit von der zweiten Seite nochmal. So, ich habe gesagt, dass eigentlich hier nichts weiter dazugehört, theoretisch. Ich habe es mir jetzt trotzdem nicht nehmen lassen und noch eine kleine Longhorn Steaker Butter selber gebaut. Und zwar nehme ich hier eine meiner ofenfesten Förmchen und packe mal so 2 kleine Sauerländer Butterflöckchen da rein. Vielleicht noch einen Schwung Jack and Smoke. Und dann einen Teelöffel Senf. Und dann wandert das Ganze nochmal kurz auf den Longhorn Steaker. Braucht wirklich nur wenige Sekunden, bis es geschmolzen ist. Einmal mit einem Teelöffel durchrühren und ihr habt eine sehr, sehr schöne Dip. Einen sehr schönen Butterdip, wo ihr das Steak auch noch reintunken könnt. So, hier ist dann das Steak in voller Pracht. Ich habe es nicht noch weiter ziehen lassen. Ich lasse es jetzt einfach nur auf dem Brett ruhen. In dem Fall ist das für mich Rare bis Super Rare vollkommen in Ordnung. Ich möchte hier den vollen Dry-Aged-Geschmack auskosten. Und ja, ich kann euch sagen, ich bin wirklich schwer begeistert. Toller Dry-Aged-Geschmack. Sehr schön buttrig, sehr schön zart. Für alle diejenigen, denen das jetzt zu roh ist oder zu rot ist, können das natürlich einfach ein bisschen länger ziehen lassen. Ich persönlich stehe total drauf. Ich habe das natürlich erst einmal probiert ohne die Kräuterbutter. War wirklich, wie gesagt, sehr, sehr geil. Kann euch das mal nur ans Herz legen. Werdet ihr euch das auf jeden Fall unten verlinken. Genauso wie den Longhorn Steaker und Jack and Smoke für diese Kräuterbutter. Und natürlich, man glaubt es kaum, wenn man das Ganze jetzt noch in diese Kräuterbutter dippt, ist das sogar noch ein Ticken geiler. Weil man A, noch so ein bisschen diesen Pfeffergeschmack mit dabei hat. Und die Butter unterstützt in der Tat
den Dry-Age-Geschmack und dieses Buttrige bei diesem Steak. Finde ich ganz großartig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, teilen, liken, kommentieren, immer gern gesehen. Abonniert doch 0 auf 15 Barbecue, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Ihr verpasst so kein Video mehr. Ich schneide mir noch eine letzte Scheibe ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.